Stefan Isser, wir sind auf der ITB. Die neuen Kristallwelten starten heuer mit einer großen Erweiterung. Es war schon ein großer Bahnhof. Regierender Bürgermeister von Berlin, Minister, alles hat sich hier ein Stelldich eingegeben. Wenn wir jetzt zurückdenken, 15 Jahre zurück, wie hat denn das mit dem Riesen in Wattens überhaupt begonnen? Ja, wir hatten das große Glück, dass wir eigentlich von Anbeginn an Menschen berührt haben. Und wir haben, wenn ich jetzt das aus einer touristischen Brille sagen darf, zu den Anfangszeiten haben wir 4 bis 5 Märkte bearbeitet. Heute begrüßen wir Besucherinnen und Besucher pro Jahr aus über 60 Nationen. Das heißt, die internationale Strahlkraft dieses Ortes hat sich eigentlich vervielfacht. Wenn wir 10 Jahre zurückschauen, dann war der Heimmarkt Österreich mit damals 210.000 Besuchern knapp gefolgt von Deutschland und Italien der wichtigste Herkunftsmarkt. Heute ist Deutschland mit knapp 160.000 Besuchern vor Österreich mit 80.000 und dann kommt schon Indien mit über 62.000 Besucher, wo wir einfach auch eine, ich würde sagen, Must-See-Destination und auch ein Buchungsmotiv auf diesem Markt sind und hier mehr Besucher als Ankünfte in Tirol zählen dürfen. Ja, die Wachstumsmotoren in den letzten Jahren waren zweifelsohne China, Indien, der arabische Raum und auch Südamerika. Für uns ist es auch aus einer Risikoperspektive sehr wichtig, dass wir ein ganz breites Marktportfolio haben. Wir investieren derzeit auch in potenzielle Hoffnungsmärkte wie zum Beispiel Mexiko, wie zum Beispiel Vietnam, wie der ganze südostasiatische Raum, insbesondere Indonesien, aber auch viele kleine Märkte, die einfach dann im Laufe der Zeit eben wichtiger werden. Da sind wir oft auch First Mover und Vorreiter in der touristischen Marktbearbeitung. Ja, die große Herausforderung bei diesem Projekt war es, aufbauend auf diesem bestehenden Erfolg der Kristallwelten. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben in den letzten 17, 18 Jahren über 12 Millionen Besucher eben begrüßen dürfen. War die Herausforderung, was kann diesen Ort, der schon so erfolgreich ist, eben noch erfolgreicher machen? Und wir haben uns überlegt, dieses Konzept der unterirdischen Wunderkammern einfach nach außen zu stülpen. Und wir werden mit unserem Künstlerduo Cao Paro einen Garten der Einzigartigkeiten schaffen mit einer riesigen schwebenden Kristallwolke über einem Spiegelteich. Eine Outdoor-Wunderkammer, wenn man so will, die auch mit über 600.000 Kristallen versehen sein wird und damit auch Kristall in dieser Opulenz einzigartig im Außenbereich verwendet wird. Es wird neue Angebote für Familien und Kinder geben. Es wird ein neues Restaurant geben. Wir werden auch im Inneren des Riesen sehr viel verwandeln. Es wird 5 neue Wunderkammern mit sehr namhaften und international bekannten Designern und Künstlern geben. Es wird also rundum ein gesamtes neues Erlebnis sein. Ja, wir haben es mit einem neuen Kunden zu tun, der auch neue Ansprüche hat. Der Kunde heutzutage ist viel weniger loyal. Er informiert sich vor der Kaufentscheidung im Netz und teilt sich und tauscht sich auf sozialen Netzwerken aus. Und wir beschäftigen uns sehr stark mit Service Design und wir wollen aus herkömmlichen Dienstleistungen echte Serviceerlebnisse schaffen. Und die Interaktion mit dem Kunden an ganz spezifischen Punkten der Leistungskette und die daraus entstehenden Kundenerlebnisse werden meiner Meinung nach über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Und es ist auch nicht mehr das Angebot, die knappe Ressource, sondern die Zeit des Kunden. Das ist die wertvollste Währung. Und insofern brauchen wir auch die richtigen Kommunikationskanäle, dass diese Sendementalität auch erfolgreich sein kann. Wir müssen in den Dialog treten. Ein Beispiel ist, dass wir mit unseren chinesischen B2B-Partnern eben über WeChat kommunizieren, weil dort die Nachricht auch landet und wir wenig Streuverluste haben. Das Wissen um das Reiseverhalten und um diese veränderten Buchungsverhalten der Kunden ist einfach Voraussetzung für eine erfolgreiche und spezifische Marktbearbeitung. Aber es gilt immer noch im Tourismus, dass eine langjährige persönliche Kundenbeziehung einfach die Basis des Erfolges darstellt. Ja,
Ja, die Investition von über 34 Millionen Euro ist natürlich auch mit harten Zielen verbunden. Wir wollen den Besucherstrom von 650.000 auf 800.000 Besucher erhöhen. Und wir wollen vor allen Dingen auch die Aufenthaltsdauer von derzeit 1,5 bis 2 Stunden auf bis zu 4 Stunden erhöhen. Wir stellen über 62 neue Mitarbeiter ein und freuen uns, wenn wir dann diese Ziele auch erreicht haben.